Okay. Wir sind hier bei der GTC Research Station in Lilongwe, Malawi. Und es ist ein aufregender Tag, weil wir zum ersten Mal unsere Push-Pull-Plots anschauen können. Wenn wir hier sehen, ist der Mais, der standardmäßig abgepflanzt ist. In Malawi, im Gegensatz zu Kenia und anderen Ländern in Ostafrika, ist Tradition, dass man so auf diesen Hügeln abpflanzt. Und das haben wir hier auch eingebaut in das System. Und zwischendrin sieht man hier, gell, Katrin, ein bisschen das Modium, das rauskommt. Also es ist erst vor 10 Tagen angepflanzt worden. Und wenn man jetzt ein System noch ein bisschen weiter anschaut, dann sieht man hier, dass das Modium ein bisschen früher angepflanzt wurde, darum hat es sich so gut etabliert. Und am Rand des Push-Pull-Plots kommt hier langsam das Brachiaria raus, was eigentlich von mir aus gesehen recht gut etabliert ist. Also es sind drei Reihen vom Trap Crop, das, was den Stängelbohrer anzieht. Und dann haben wir dann die Reihe von dem Desmodium zwischen Mais innen. Okay, I'm here with Dr. Girma Hailu, who is in charge of the project from ECPIS side. Girma, we were here 3.5 months ago, just about, and we didn't see any Desmodium. So, how do you feel about the field and how it's established itself? Samuel, last time when we visited, the performance of even Brachiaria and Desmodium was not so good. That was related to the dry spell immediately after planting, and we were a bit worried. And the density of the seed plant per row was also a little bit on the higher. But as you can see now, the performance of Desmodium is great. It's doing very well. It's almost like at knee height, a little bit higher, at about 50-60 centimeters, and it's covering very well. But most of all, our purpose is fulfilled. As you have seen earlier, you can see Striga in push-pull field only on the border rows where there is space. I suspect the root of Desmodium is not approaching closer from the border side. Otherwise, no Striga in this field.